muss man denn noch machen? Ach, immer noch versuchen, das Lysia wegen der scheiß Merman. Egal, kriegen wir auch noch so weit fertig. Oh, das passt, das eine Video braucht noch 40 Minuten, da werde ich die anderen letzten ausstehenden mal abbrechen. Mache ich dann morgen. Gut. Wir haben die 20 Videos fertig gemacht und nur 4 davon hochgeladen. Dauert leider so scheiß lang. Ja, mei. Läuft, läuft. Aber werde ich schon müde. Aber noch geht's. Will mir auch später mal was zu trinken holen. Ist ja auch schon 11. Muss ich eigentlich morgen schaffen, gehe. Okay, ist gerade AFK, dann warte ich mal ein bisschen. Achso. Wollte gerade fragen, ob du morgen arbeiten musst. Okay. Dann wieder abends, so wie jetzt. Oder ein bisschen früher. Okay. So. Ich denke, nach dem Run werden wir auch vielleicht nur noch ein oder zwei Runs machen und dann auch mal fertig machen für heute. Du musst ja auch wieder früh wach. Und ich andererseits möchte auch mal mir angewöhnen, ein bisschen früher schlafen zu gehen regelmäßig. Okay, dann machen wir den einen Run noch. Mal die ganzen Piranhas sammeln und dann mache ich die alle auf einmal Plattomatico. Nach wegen dem einen Merman mussten wir extra noch in den Dungeon. Egal. Nee, nee, nee. Jetzt machen wir das. Jetzt ziehen wir das durch. Komm. Like Boss. Like a Boss. Freeze. Ja, der Dungeon ist kacke, aber... das wird vielleicht eines der letzten Male sein, wo wir diesen Dungeon haben werden. Also komm schon. Aber... Kennt ihr immer noch die Band Aber? Aber. Pauline und ich waren in WhatsApp sowieso die geilsten mit ABBA sind wir da gekommen mit der Band, mit der Gruppe. Ja, ich. Ja, und dann hat Pauline angefangen mit ABBA, mit Doppel-B. Und dann habe ich ein Bild postet, weil lustig. ABBA. Dann kümmere mich mal um das olle Nest da vorne. Meh, ich hab nur die Piranhas getroffen.
Läuft. Lin, kommt eigentlich in nächster Zeit irgendwas Interessantes für die PS3 raus? Also, irgendwas. Du kennst ja ungefähr den Stil, den ich so hab, was PS3-Spiel betrifft, eher RPG-mäßig und so. Aber, weiß nicht, ob da was kommt in nächster Zeit. Was denn zum Beispiel? Ach so? Ach so? Jetzt geht's aber los. Auch ein projektiver Spiel oder doch eher, keine Ahnung, Simulator Gedöns? Aber ich dachte so, das Story reinbringen in Miko Hatsune Zeug wäre irgendwie nicht so beliebt bei unseren Vocaloid-Fans hier. Hätte ich jetzt erwartet, weil da braucht man nicht viel Story. Ja klar kann man draus was machen, aber ich weiß nicht, irgendwie... Ich sehe das jetzt halt neutral, aber irgendwie, ich kann mir das nicht so vorstellen. Es könnte ja auch eine Parodie auf ein Spiel sein, so wie Hyperdimension Neptunia oder sowas. Ich fand Hyperdimension ja richtig geil, ne? Also. Aber weil es mal so ein bisschen parodisierend war, weißt du, man hat zwar RPG-Elemente gehabt und den ganzen Kram, aber die Siegespose und alles, wo die Mädels gesprochen haben, die waren doch sehr parodisierend, so keine Ahnung, muss ich jetzt wirklich diese Pose machen und so ein Scheiß, weißt du, also so ein bisschen Parodie auf das Ganze. Das fand ich schon recht geil. Können wir ja auch mit Mikrofonen machen, im Prinzip. Oder man könnte eine Art Crossover mit den ganzen Liedern machen, quasi die Musikvideos. Weißt du, wo du mal am Strand bist oder irgendwie bei dem Sonnenblumenfeld oder irgendwie sowas, du könntest damit mal so Crossover machen, so die ganzen Ort besuchen und keine Ahnung, hör mal auf. Mal sehen, also müsste ich mir mal ein bisschen anschauen. Gab's da schon Trailer dazu oder irgendwas? Das hört sich jetzt noch ein bisschen verrückt an für mich. Ah. Ja, schreibt doch nur. Ja, genau, habe ich gesehen. Boah, und du fragst mich jetzt? Ich habe keine Ahnung. Müsste ich selbst mal spielen, gescheites Spiel. Ich müsste ja überhaupt mal... Ha. Also ich müsste eigentlich mal erstmal anfangen, Tales of Xillia 2 endlich durchzuzocken, aber den ganzen LPs und den ganzen Games, die jetzt noch erscheinen, Sonic Boom und hör mal auf, Smash Bros, komme ich ja wieder zu nix mehr, ne? Die RPG-Abteilung ist bei mir ziemlich unangetastet zurzeit. Kommt zu viel anderer Kram raus, den ich zocken kann. Ja, oder GTA, ja, eben. Weißt du, es ist, ich bin immer mehr dazu verleitet, einfach mal mit dir eine Runde GTA zu zocken, als irgendwie Tales of Xillia 2 oder irgendwie, keine Ahnung, weißt du? Also, bei GTA kannst du einfach mal kurz schnappen und sagen, yo, mach mal ein bisschen zwei Stunden ein bisschen Scheiße. Einfach mal einen Puff abhängen oder so. Aber, weißt du, das kannst du bei Xillia 2 eben nicht machen. Du musst dich da ein paar Stunden nachhocken und die Story verfolgen. Und dafür nehme ich mir leider zu selten die Zeit. Und das ist eigentlich schade. Weißt du, und dann kommt irgendwann 2015 oder 2016 kommt dann Tales of Zestiria raus. Mit Z. Und das wird dann auch wieder so ein Main-Title, wo ich dann wieder erstmal
gucken muss, wie ich da Zeit dafür habe. Schrecklich. Oh, Linden ist am Sterben. Oh, Linda stirbt. Nein, tu es nicht. Linda spielt heute auf Risiko, ne? Die will überhaupt keine Items benutzen. Ah, bleibst du da. Scheiß Viech. Ah, deine ist jetzt geflüchtet. Ich weiß nicht wohin. Oh ne, den Hintergrund da. Deinen hast du schon gekillt? Okay. Dann bin ich ja etwas hinterher hier. Das geht ja gar nicht. Sich schon halber killen lässt wieder von dem Vieh. Siehst du, meiner ist auch schon zu dreiviertel platt. Egal, haben wir es für dich gemacht. Yay, yeah, wir sind so toll. Wusch. Wusch, wusch. Was ich auch gerade interessant fand, einen Spruch bei der Endpose von meiner Ara, der war irgendwie zu lang und wurde mittendrin gecuttet. Wahrscheinlich ein bisschen zu großzügig gewesen, oder? Keine Ahnung. So. Aber Quest beenden. Oh, passt. Wie viel XP haben wir? 65,6. Okay. Haben wir ordentlich was weggeschafft. Oh, und das Play beende ich erstmal damit und wir sehen uns dann. Ja, Camilla Tee! Woo!